Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr konntet es ja schon am Titel sehen, ich habe heute meine Drogeriefavoriten für euch und da bin ich nicht die Einzige, denn heute werden 7 Videos in dieser Art hochgeladen, denn ich habe mich mit 7 wundervollen, eigentlich mit 6, ich bin ja, Also 6 und ich haben sich zusammengetan. Ich verlinke euch alle Kanäle in der Infobox, ne? Steffi Loves Beauty, Mamako Beauty, Ninas Kosmetik, ich bin mit dabei, Mello Flori, richtig, richtig cool, einfach Nicoletta und Dr. Bärbel Schäfer. Ja, alle Kanäle in der Infobox verlinkt. Es ist total lohnenswert, da mal vorbeizuschauen, denn die Mädels haben es auch mega drauf, sich zu schminken und da könnt ihr euch echt coole Inspirationen holen. Die haben sicherlich auch coole Tipps für euch und da werde ich auch nachher alle Videos gucken und oder habe teilweise auch schon die Videos geschaut, denn ich lade dieses Video ja um 17 Uhr hoch. Ich bin ein wenig aufgeregt, denn ich habe hier so coole Produkte stehen und ich hoffe einfach, dass es ein bombastischer Look wird. Also man müsste die Produkte weitestgehend noch kriegen. Bei manchen Produkten habe ich so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das kriegen wir schon hin. Und ich starte einfach mal mit einer kleinen Kooperation, die ich einschieben möchte, denn ich möchte euch gerne von Beauty Mates mal wieder das Pretty Eyes Set vorstellen. Das sind einfach 2 wundervolle Produkte, die richtig, richtig tolle Sachen mit meinem Gesicht anstellen. Da ich jetzt schon Lichtschutzfaktor drauf habe, habe ich das schon vorher gemacht und kann euch einblenden, hier, wie ich das aufgetragen habe. Also, mit Beauty Mates habe ich ja schon seit 3 Jahren ungefähr eine Kooperation und ihr bekommt auch dort aktuell mit Claudi30 30% Rabatt auf alles. Und das ist richtig gut. Ihr habt da ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Produkten, denn das sind super Inhaltsstoffe. Die sind tierversuchsfrei, die sind vegan. Du hast nichts drin, was nicht reingehört. Keine Parabene, keine Parfüme, keine irgendwas, was du nicht drin haben willst, ne? Und das finde ich halt einfach schön. Und deswegen empfehle ich euch das immer wieder. Und einfach, weil ich seit 3 Jahren die Produkte verwende, kann ich euch auch einfach sagen, dass meine sehr sensible Haut, trockene, im Winter vor allem trockene Haut, das auch richtig gut verträgt. Das Pretty Eye Set besteht aus dem Augenlifting Booster. Da haben wir so einen Phyto-Komplex mit dabei, der das Augenlid strafft. Also ich mache das sowohl unter meinen Augen als auch auf meinem Augenlid drauf, ne? Und Niacinamide, Vitamin B3. Und das ist einfach ein richtig toller Boost für die Augen. Ich verwende nur einen einzigen Tropfen, mache mir den auf die Finger. Ich blende euch das mal ein und tape das erst unter meinen Augen, dann oberhalb meiner Augen auf. Also ich mache das im Layering, ne? Und ich finde einfach, dass meine Augen dadurch strahlender aussehen, Rötungen gehen zurück, Schatten werden gemindert, wenn man es langfristig anwendet. Also für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswerter Booster, den ihr natürlich auch einzeln kaufen könnt, ne? Genauso ist diese Hyaluron Cream Boost ein Produkt, was ich schon, ich weiß nicht wie oft, leer gemacht habe. Das ist jetzt eine sehr leichte Creme mit Rosskastanie, die dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in eurer Haut verbleibt. Und wir haben Hyaluronsäure mit dabei, was natürlich auch 1A für die Haut geeignet ist. Ist eine wunderschöne Basiscreme, die man halt mit den Boostern von Beauty Mates entsprechend verbinden kann, um sie ein bisschen aufzupeppen. Und eine schöne, leichte Konsistenz, die ich eigentlich, also schaut gerne mal bei Beauty Mates vorbei. Ich habe euch die Links in die Infobox reingesetzt. Da könnt ihr direkt tatsächlich auch auf meine Landingpage kommen, wo ich dann auch die Produkte, die ich auch immer so vorstelle, direkt verlinkt habe. Die bekommt ihr im Set nämlich nochmal günstiger und dann nochmal Claudi30 on top für 30% Rabatt, was ich sehr, sehr cool finde. Und das ist einfach ein Set, was ich euch mega gerne ans Herz legen möchte. Und jetzt starten wir mal mit meinen Lieblingsprodukten aus der Drogerie. Da ich einfach Ceramide liebe, weil die sehr gut für meine Haut sind, habe ich mir hier den Primer von Revolution rausgesucht. Ceramide Protect Skin Barrier. Ich muss halt gestehen, nicht jedes der Produkte, was ich euch zeige, bekommt ihr direkt in der Drogerie. Also nicht jetzt unbedingt bei DM oder so, aber es sind halt Drogeriemarken. Ne? Die kriegt ihr dann zum Beispiel bei Cosmetic for Less oder teilweise auch bei Purish oder bei Look Fantastic. Ich habe euch die Produkte zu den Online-Shops auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und manchmal sind die dort halt auch einfach rabattiert oder günstiger generell. Und manchmal ist es halt auch so, dass man da einen Rabattcode mitgeben kann. Aber das steht alles in der Infobox. Das müsstet ihr, also das müsste klar sein, dass das hier quasi meine liebste Foundation aktuell ist, ne? Die Max Factor Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish habe ich in C50 Natural Rose. Das ist diese hier. Ich nehme jetzt hier auch einen Pinsel aus einem Pinselset von Essence. Das ist aus einer Limited Edition. Die Foundation hat eine schöne mittlere Deckkraft. Die macht ein super tolles Finish. Das sieht alles wie Haut aus. Und das mag ich so gerne.
Ich nehme jetzt auch mal Ein Schwämmchen aus einer Essence Limited Edition. Das ist so geil. Und eigentlich könnte man die Foundation auch als Primer und Concealer Ersatz nehmen. Ich brauche darunter definitiv noch einen Primer, einfach weil ich halt eine sehr trockene Haut habe. Und als Concealer im Alltag vielleicht, aber jetzt, wenn ich ein Fullface mit euch mache und dann ja auch meinen liebsten Concealer zeigen möchte, ne, werde ich da gleich noch einen anderen verwenden. Auch das ist aktuell übrigens ein Drogeriefavorit, weil das ist Tee, den man kalt aufbrühen kann. Das ist jetzt von DM. Rote Früchte mit Minze oder so. Jetzt kommen wir zu einem richtig guten Concealer. Und zwar ist es der NYX Bare With Me Concealer Serum Concealer. Habe ich in der Farbe Light hier. Das ist dieser hier. Da brauchst du so wenig von. Deswegen habe ich da auch noch nicht so viel von aufgebraucht. Man gibt sich den einfach hier auf den Handrücken. Ich nehme dann einen Pinsel. Du brauchst da echt Mühe nur von, weil der sehr ergiebig ist. Dann trage ich den damit unter meinen Augen auf. Jetzt wird das mit dem Schwämmchen ganz leicht noch eingearbeitet. Da muss ich jetzt nicht doll drüber gehen, weil der Pinsel eigentlich schon echt gute Arbeit gemacht hat. Da würde es auch reichen, wenn ich einfach mit dem Finger drüber gehe, ne? Mag ich sehr, sehr gerne leiden, diesen Concealer, kann ich echt empfehlen. Ja, die Eyeshadow Base, die ich jetzt verwende, habe ich aus dem Adventskalender. Das ist diese hier, aber die ist richtig gut. Also die hat echt was von MAC Paint Pot in. Ich persönlich finde besser. Ich gehe da einfach mit dem Finger rein. Ich weiß nicht, ob ihr die auch noch aus dem Adventskalender habt und trage mir das dann einfach meinem Auge auf. Auch wenn die sich nämlich hier im Fännchen fest anfühlt, weil es ja auch ein cremiges Produkt ist, ist sie auf dem Auge sehr, sehr leicht und macht halt eine schöne Basis für den Lidschatten, hat eine schöne Tönung auch mit dabei, ne? Sodass dann so leichte Äderchen abgedeckt werden und es verhindert auch so ein bisschen, dass das Lid gegebenenfalls von Lidschatten eingefärbt wird. Jetzt habe ich hier von Revolution das Candy Haze Fixing Spray. Die haben immer wieder Limited Editions, die ganz cool sind. Hier mag ich den Sprühstoß sehr, sehr gerne, weil der so einen geilen Nebel hat einfach nur, ne? Oh, das verbindet jetzt die ganzen cremigen Geschichten miteinander. Und dann kann ich mit einem Schwämmchen nochmal ganz zart drüber gehen, um das besser in die Haut einzuarbeiten und zu verteilen. An dieser Stelle verwende ich auch gerne immer so eine Lippenpflege. Da habe ich hier von Bilou einfach so ein Rolfi mit einem Lippenöl drin. Das mag ich sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir zu dem Puderpart. Da habe ich hier von Revolution das Infinity Loose Powder. Das ist wirklich toll. Also man muss ein bisschen aufpassen, das könnte etwas weißeln. Aber wenn man das vorsichtig macht, dann funktioniert das. Ich gehe erstmal mit meinem Schwämmchen noch einmal kurz unter den Augen entlang. Aber der Concealer, der kriecht halt nicht so in Fältchen. Das ist super angenehm. Hier haben wir so ein Netz drin. Und dann gehe ich mit dem Schwämmchen ganz vorsichtig rein. Nimm nicht zu viel und nicht zu wenig Puder auf. Und das gebe ich mir dann unter meinen Augen auf. Und guck mal, das macht direkt so einen Weichzeichner-Effekt, ne? Finde ich schon cool. Ich bin mir übrigens sehr sicher, dass Steffi Loves Beauty an dieser Stelle das Asam-Puder als ihr Lieblingspuder vorstellen wird. Denn ich habe ihre letzten Videos verfolgt und die ist da ein bisschen scharf drauf. Jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Puder, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist von Riva Loves Me das Marshmallow Puder. Ich liebe es wirklich sehr, sehr. Bin aber auch ein sehr, sehr heller Hauttyp. Ne? Das heißt, bei mir ist es so, es darf halt auch weißeln. Da bin ich jetzt nicht böse drum, aber halt nicht zu viel, weil mein Gesicht ist generell etwas dunkler als mein Körper. Man sieht es ja auch, ne? Einfach weil ich auch Sommersprossen und so weiter habe. Ich liebe diesen Pinsel von Maxime aus der Limited Edition mit Catrice und ja, nehme das jetzt einfach mal, um mein Gesicht ganz vorsichtig abzupusern. Pusern, genau, abzupusern, man kennt das. Das mattiert natürlich erstmal so ein bisschen, ne, und macht aber auch einen enormen Weichzeichner-Effekt, aber der Glow wird schon gleich noch wiederkommen. Maybelline hat diesen City Bronzer ja schon vor Ewigkeiten rausgebracht und ich finde den auch toll. Medium Cool 200 ist die Farbe, die ich jetzt hier habe und dann nehme ich auch den gleichen Pinsel wie gerade und trage mir den Bronzer auf. Der jetzt halt, wenn ich etwas sonnengebräunter bin, etwas zu hell sogar für mich ist. Und der gibt mir jetzt wirklich so einen Hauch von Bräune und das mag ich sehr, sehr gerne. So an den höchsten Stellen, an den Stellen, wo die Sonne zuerst das Gesicht küssen würde. Meine Nase muss ich jetzt eigentlich gar nicht so super bräunen oder konturieren, weil meine Nase gefällt mir so, wie sie ist. Und dann habe ich jetzt einen Blush, den ich eigentlich eher so wegen der Farbe gewählt habe. Ist von von dem Asam, dieser Satin Blush. Der ist einfach richtig schön. Und der macht einfach so eine schöne Frische auf die Wangen, die ich einfach richtig gerne mag. Und der lässt sich halt schon krass aufbauen, wenn man mag, ne? Also ich mag es im Sommer gerne, im Winter auch. Eigentlich mag ich es immer ganz gerne. Solltest du übrigens neu hier sein und diesen Kanal noch gar nicht abonniert haben, hi, ich bin Claudi. Schön, dass du hier bist. Ich würde mich mega freuen, wenn du dem Kanal folgen würdest und mir ein Abo dalassen könntest. Ja, das wäre eine schöne Geschichte. Dann wird die Community wachsen und hier gibt es sehr viele Beauty-begeisterte Menschen und wir sind eigentlich eine ganz kuschelige Community hier.
Als Highlighter habe ich einen, das ist der von Catrice, ja, Powder Highlighter, ist aus dem Adventskalender, Soft Candlelight. Aber die haben ja auch sowas im Standardsortiment, auch in genau dieser Farbe, ne? Und ich mag den. Das ist halt Spiegelglanz, mag nicht jeder, ich finde es großartig. Und dann nehme ich, ups, zwei Pinsel, ein Pinsel hier auch aus dem Villain Set, die Evil Queen. Brauchst du halt nicht viel von, weil der schon sehr intensiv ist. Aber, na komm, ein bisschen mehr. Aber ich mag den sehr gerne, weil der halt wirklich Spiegel ist. Der ist eher so nass auf der Haut und nicht so, du hast hier keinen Streifen oder so, ne? Ich finde auch die Konsistenz ist eher cremig, wenn man das so zwischen den Fingern auch verreibt. Mag ich. Einfach ein toller Highlighter, kann man nicht anders sagen. Catrice hat es da einfach echt drauf. Wo sie es auch drauf haben, ist hier bei dem Produkt. Nicht bei dem Produkt an sich, sondern bei der Farbe, denn das ist Ash Blond, der Ultra Slimmatic Precise Augenbrauenstift. Ne? Und der geht halt extrem schnell leer, aber die Farbe passt bei mir halt einfach perfekt. Deswegen mag ich den richtig gerne. Und durch diese herausdrehbare Spitze haben wir halt auch ein eine Möglichkeit, sehr präzise zu arbeiten. Und das gefällt mir richtig gut. Und ich denke, dass ich mit diesem Produkt auch nicht die Einzige sein werde, die dieses in die Kamera hält, weil das mögen super viele einfach gerne. Ich weiß nicht, ob das von der Farbe auch schon einigen passt, aber nicht allen, ne? Aber Ash Blond 015, traumhaft. Perfekte Augenbrauenfarbe für mich. Ich glaube, ich sollte das echt mal wie Melly machen. Die hat sich ja Powder Brows stechen lassen. Vielleicht überlege ich mir das auch mal. Vielleicht, weil es ist halt irgendwie praktischer, wenn du da schon so ein bisschen mehr was, ne, hast, worauf du aufbauen kannst, denn ja, meine Augenbrauen sind halt wirklich minimal vorhanden, so kann man das, glaube ich, nennen, ja. Das sind jetzt auch die perfekten Sommeraugenbrauen, ganz leicht und dezent und einfach ein bisschen nur betont und ja, ein bisschen was dazu gemalt, okay. Ich möchte mir die jetzt gerne fixieren. Das ist ein Produkt, das ist einfach super. Wirklich super. Das ist von Revolution, der Brow Glue. Und der hält euch die Augenbrauen so fest. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Es kommt halt sehr viel hier an diesem Bürstchen raus. Da muss man ein bisschen mit aufpassen. Aber wenn du nur so leicht drüber gehst, kommt genug Produkt an die Härchen dran, kann man das so toll verarbeiten, drauf machen. Ne? Die Härchen sind festgetackert. Jetzt kommen wir zum Augenlook. Da geht es jetzt nicht unbedingt um diese Palette, weil das ist das erste Mal, dass ich sie verwende. Ups, nein. Und schon habe ich den Schmetterling zerstört. Es geht darum, Essence Limited Editions sind einfach mega. Also ich weiß nicht, von welcher Marke ich mehr LE-Paletten mehr kaufe, als von Catrice und Essence. Ich finde es einfach großartig. Ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis, tolle Themen, tolle Qualität. Und Bambi ist natürlich großartig. Da sehe ich schon Nina von Ninas Kosmetik direkt lächeln, wenn sie das jetzt sieht. Und die ist nämlich ein riesen Disney-Fan. Und hier habe ich dann die Töne drin, die jetzt nicht nur zu meinem Kleid heute passen und zu meinem Nagellack, sondern auch einfach meine Farben sind. Und deswegen ist das einfach aufgrund der Marke, der Limited Edition an sich, der Farbgestaltung und der hoffentlich auch guten Qualität voll meins. Ich habe jetzt zuallererst den Full of Charm. Das ist so ein weiß, nicht ganz, Eierschalenton. Den verwende ich, um mein Lid zu setten. Den Ton Dear hier unten mit dieser wunderschönen Schmetterlingsprägung verwende ich, um mir eine Lidfalte zu definieren. An dieser Stelle glaube ich übrigens, dass Mamako Beauty L'Oreal diese Cremepöttchen zeigen wird. Da steht die nämlich tierisch drauf. Als nächstes kommt der Ton Butterfly. Das ist dieses wunderschöne Mintgrün. Immer noch derselbe Pinsel, ne? Ganz entspannt. Den setze ich mir hier auf mein bewegliches Lid. Eine wirklich nur minimale Verdunklung möchte ich vornehmen. Und da gehe ich in Wheat Spots rein. Das ist dieser dunkel-mintgrüne Ton. Was? Einfach ein dunkelgrün, ja. Bin ich jetzt einmal vorsichtig reingedippt, um zu gucken. Wow, ja, weil der ist dunkel, ne? Und den blende ich mir hier außen hin. Den Ton Full of Charm, also diesen hellen Setting-Ton, setze ich mir auch direkt mal unter meine Augenbraue als Augenbrauen-Highlight. Und der Ton Flower, also Blume oder doch Flower? Ja, Blume. Kommt an den unteren Wimpernkranz. Also wir haben auf jeden Fall schon mal diese matte Base und ich möchte auch tatsächlich, dass es nur so leicht ist, ne? Weil jetzt kommen die Schimmertöne und die sollen halt derbe werden. Dann nehme ich zuallererst Be Strong. Das ist dieser wunderschöne mintgrün Schimmer. Och, und den nehme ich mit dem Finger auf und gebe mir den direkt
auf mein bewegliches Lied. Ja, da muss man schon derbe den Ton aufbauen, aber Alto Belli, ich liebe es. Ich liebe es. Nach außen hin gebe ich mir Young Buck auf. Das ist dieser dunkelgrün Schimmerton. Und setze den hier außen einfach daneben. In mein inneres Drittel kommt Zzz. Das ist dieser Hellmint-Schimmer. Wobei der eher weiß ist, aber der hat einen Shift mit drin. Doch, der ist ein Tickchen heller und schafft dann halt auch nochmal so einen Wumm. Ich glaube, den packe ich mir sogar in meinen Innenwinkel, ne? Weil das Champagnertönchen, was dabei ist, wäre meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu warm, zu dezent auch irgendwie zu dem Look. Ja, ne? Doch, mit der Palette lässt sich schon was Schönes machen, ne? Also ich mag dieses Grün, Mintgrün, das ist einfach voll mein Ding. Und deswegen passt diese Palette halt auch einfach zu meinen Favoriten. Als nächstes verwende ich einen Eyeliner, auch da Essence Eyeliner Pen Waterproof. So ein Schätzchen, was ich auch schon so oft verwendet, beziehungsweise auch leer gemacht habe. Mal gucken, ob er noch tut. Ja, kann man so stehen lassen. Mag ich sehr gerne leiden. Jetzt verwende ich ein Fixing Spray und das hat es ein bisschen in sich. Da muss man ein bisschen mit aufpassen, aber das Produkt, was da drin ist, ist einfach so großartig. Und zwar ist es das Catrice Ultra Last Hoch 2 Fixing Spray. Das ist einfach ein absolutes Dupe zu dem Urban Decay All Nighter. Aber der Sprühkopf ist halt echt mies, ne? Also da muss man erstmal so ein bisschen die Seite sprühen und dann ganz schnell. Siehst du? Bist du voll angesprungen. Auch dieses Tool, ein absolutes Lieblingsprodukt. Diese Wimpernzange von Catrice mit diesen Zähnchen. Oh, die ist großartig. Ja, damit werden jetzt die Wimpern erstmal gebogen. Und dann kommen wir zu einer Mascara, die ich wirklich, wirklich, wirklich wahr finde. Und zwar ist das diese hier von L'Oreal. Das ist, ich glaube, schon die dritte Auflage davon oder so. Air Volume 30 Stunden, mega black. Also da gab es auch Vorgänger von, die ich so gut fand. Ja, hat so ein Kunstfaserbürstchen, sehr, sehr buschig. Und ja, ich lieb's. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die ist schon geil, oder? Ja, ich weiß. Ich verwende auch immer sehr gerne sehr viel Mascara. Das liegt einfach daran, dass ich es liebe, wenn ich halt so wawawum, ne, diesen Wimpernaufschlag habe. Und aktuell verwende ich auch wieder ein Wimpernserum, auch wieder mit Hormonen, ne? Das ist jetzt von Svenja Wahlberg, das Lash Cocaine. Ich habe heute einfach Lust, auch eine relativ zurückhaltende Lippe zu tragen. Das hört sich irgendwie verrückter an, als es ist. Und zwar nehme ich hier von Maybelline den Liftergloss in der Farbe 004 Silk. Wunderschöne Farbe. Sehr neutral. Kein Fäden ziehen, ne? Und das kannst du halt zu allen möglichen Looks tragen. Ich mag es total gerne, ja. Und das wäre jetzt auch mein fertiger Look mit meinen Drogerieprodukten. Ich bin extrem gespannt, was die anderen 6 Mädels so zaubern werden. Ich werde mir all ihre Videos reinziehen und ich hoffe, dass ihr das genauso machen werdet. Alles in der Infobox verlinkt. Genauso auch die Produkte von Beautymates, also gerne mal vorbeischauen. Und dann, ja, wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!